Alle jetzt am Moll her. Ja, fränkisch ins Korn ist so schwer. Ja, fränkisch ins Korn ist so schwer. Dann sind die Chinesen von der anderen Seite durchgebrochen. Und da kriege ich natürlich schon ein wenig Beklemmung. Da kriege ich eigentlich schon kalte Hemd. Das macht mir schon ein wenig Angst. Ne? Weil kalte Finger sind ja was Gräusliches. Ne? Ich meine, wir hatten heutzutage auch normalerweise noch kalte Finger. Ne? Entweder Bofrostfahrer oder Gynäkologen. Schon das Winterwetter gesagt. Auf der Überspannungsleitung hopp ein Vogelschwarm besandt. Reise fertig für den Flug ans Mittelmeer. Und im Wald da riecht's, als gäbe es Zentner Weißmarona-Schwamm. Aber die doch sind schon ein Wengler her. Wer war der Herr mit dem sauren Kloß? Ja. Man, das sind Erlebnisse, ne? Obwohl in die Arbeitsweise, da kriegst du ja auch meistens noch die beste Hausmacherbrotzeit. Ne? Die beste Hausmacherbrotzeit. Ich meine, gut, nach der Speisekarte brauchst du nicht fragen. Ne? Weil die hängt draußen neben der Haustür und da stehen ja noch die Preise in D-Mark drauf. Wie bestellt man dann was zu essen? Kannst ja nicht nach der Speisekarte fragen. Kann man bei Ihnen was zu essen haben? Jetzt kriegst du aber keine Speisekarten. Ich muss erst einmal schauen, was noch da ist. Nein, die Küche gewalzt. Du hörst was klappern, was klirren, was scheppern. Ein wenig Brotzeit gibt's noch, wenn's recht ist. Ja, ist schon recht. Das war die ganze Schwur. Schwur in die Küche rein. Das Fenster ist offen. Draußen duckert ein Bulldog vorbei, riechst das Dieselöl bis nach die Wirtschaft. Die Spatzen chillen und du hörst in der Küche, wird das Radio angemacht. Die Flippers jodeln und du isst dazu und dann kommt eine schöne Ansagerinnenstimme. Die schönsten Schlager im DR1 Radio direkt. Registrierte Kuschelsaar. Und das im Leicht der Kampfswild äußert sich durch Herrgott's Nah. Wenn sich der Franke arrangiert, dann dient er ein Jahr Mai. Und wenn ihn was nicht interessiert, geht's ihm am Arsch vorbei. Sein Argumentationsniveau verstärkt ein Arsch. Und sollst du was nicht wissen, sagt er, das geht die 60 Karren, sie in der Stadt zu stellen. Die Polizei anstellen. Schön. Von zwei der Zappen kommst zum Herrn Grönemeyer. Sagt er dir noch gerade lang, warum bist du rechts abgefahren? Seniorensoftware haben sie drinnen. Seniorensoftware, das sind dann der Johannes Esner. Das ist der neulich zu seiner Frau gesagt hat, Simone, lauf nicht so schnell, du weißt, ich bin keine 100 mehr. Der singt dann 100 Meter lang, dann fahren sie links an der Amsterdam. Oder Hans Albers, schau auf die Straße, Luise. Auch der Freddy ist dabei, auf der Autobahn nachts um 1:30 brauchst du 3,5 Stunden bis Mainz. Sehr schön, auch für Individualisten. Für Individualisten ist was drin, da hast du dann von verblichenen Gestalten dieser Zeit, hast du dann so Softwares drin, da kannst du reinstellen, meinetwegen den Franz Josef Strauß, der sagt dann, sehr geehrter Verkehrsteilnehmer, Sie werden verstehen, wenn ich Ihnen aus Gründen meiner eigenen politischen Überzeugung nicht empfehle, sich an der nächsten Kreuzung nach links hin zu orientieren. Wenn Sie es dennoch tun, dürften Sie zwar an Ihr Ziel gelangen, aber dann ist dies nicht im Sinne der bayerischen Ziele. Aus dem ganzen Blick der Fronten fahren, schon erfahren, ich bin so schön. Ich
haut es auf den Boden, das Gewehr fliegt in den Dreck. Zu allem Pech lässt sich ein Schuss und schießt. Nein, nachher, Doktor, schau es doch einmal hoch. Das müssen wir gleich operieren. Da tun wir nicht lang rum. Die Oberschwester im OP treibt sich schon geschäftig um. Und während sie die Hosen mit den Löchern abmontiert, da fragt sie den Patienten: So, schießt ihn das, was ich... Schönen Abend. Ich denke, wir haben viel gelernt. Wir haben auch sehr viel über uns gelernt. Das ist der ja. Ich denke mir so, wenn ein gewisses Bildnis zu kriegen, in den Spiegel zu schauen, gewisse Übereinstimmung ist genau. Bei dem einen oder anderen da, nachdem wir ja aus der gleichen Region, aus der gleichen Gegend kommen, denke ich, können wir offen miteinander reden. Auf der einen Seite muss ich sagen, es zeigt uns aber auch wieder deutlich auf, dass wir wegen mehr selbstbewusst sein müssen, dass wir das Ganze nach außen tragen müssen, dass wir unseren Dialekt nicht verhehlen müssen, wo wir herkommen, dass wir auf unsere Heimat stolz sein können. Und der KT tut ja angeblich in der Welt erzählen, wie schön es bei uns ist. Ich hoffe, er macht es wirklich so. Und wir haben es ja gehört, der Frank Siemer macht es auch künftig, er trägt sie die ganze Welt hinaus. Und um auch ein bisschen Werbung für Schwarzenbach zu machen, übergibt der Schwarzer Bürgermeister an Rodenschwer.